Was sind denn so typische Dinge? Jetzt hast du gerade schon was angesprochen, irgendwie eine gesteckte Position halten können, ist dir wichtig. Was gibt es noch für Dinge, die du gerne sehen würdest bei deinen Athleten? Und jetzt haben wir gerade schon den Punkt abgehakt, dass nicht jeder Athlet diese Dinge unbedingt können muss. Aber trotzdem gibt es ja bestimmt so ein paar Stellen. Ich meine, wir haben den Fuß schon oft angesprochen und so weiter. Du hast vorhin von der Hüfte geredet. Also gibt es Bewegungsoptionen, die du bei vielen Athleten irgendwie förderst, weil sie vielen fehlen? Und welche wären das? Ich fange mal einfach ganz unten an. Im Fuß, also zum Beispiel dieser Athlet, dieser, von dem ich jetzt gesprochen habe, bei dem einiges nicht stimmt, unter Anführungszeichen, aber er trotzdem sein ganzes Leben healthy ist. Er hat auch keine Big Toe Extension. Er kann seinen großen Zeh nicht wirklich strecken, aber das ist egal bei ihm, für seinen Spielstil. Er hat sich seinen Spielstil drumherum gebaut und er braucht es nicht. Also auf jeden Fall, aber im Grunde genommen, sehr gerne sehe ich Big Toe Extension, dass wenn er den großen Zeh liftet, dass dann die Arch sich erhöht, das Fußgewölbe hochgeht. Das ist ein wichtiges Anzeichen von einem gesunden, funktionierenden Fuß. Wenn er in Pronation geht, will ich sehen, dass der Fuß länger wird. Ich möchte, ganz wichtig, ich möchte sehen, dass wenn man die Ferse jetzt nimmt, wenn man jetzt den Vorfuß fixiert mit der Hand, also man kann sich dein Bein so drüber legen und den Vorfuß fixieren und dann einfach an der Ferse rütteln. Das soll sich anfühlen wie ein wackeliger Zahn. Also die Ferse soll everten können und dorsiflexen, damit eben die Achillessehne richtig arbeiten kann und Energie speichern kann und damit da nicht an der Achillessehne getackt wird. Dadurch entsteht oft oder in den meisten Fällen sogar Achillessehnen-Tendinopathie. Dann ich möchte sehen, dass die Tibia intern nach innen rotieren können, während sich das Knie beugt. In dem Sinne auch möchte ich sehen, dass ein Athlet einen Squatty Squat ausführen kann. Also wenn man das mal definieren möchte, ein Squatty Squat ist wirklich ein Squat, bei dem der Pelvis sich straight nach unten bewegt, vertikal und nicht nach hinten, weil das wäre ein Hinge. Ein Squatty Squat ist wichtig. Nicht alle Athleten werden Innenrotation an den Hüften haben können. Ich habe einen sehr, sehr athletischen Basketballer, der jetzt im College spielt. Und der hat zero internal rotation bei der Hüfte. Einfach strukturell, es geht nicht. Der Arzt hat ihm gesagt, man könnte es operieren, aber es wäre es nicht wert, den Knochen dort irgendwie so abzuschleifen. Internal rotation würde ich gern sehen, muss aber nicht sein, dass es bei jedem geht. Ja, ich hätte gern, dass wenn ein Athlet sich vorbeugt und den Boden berühren will mit den Händen und dabei seine Wirbelsäule einrollt, dass das eine schöne runde Wirbelsäule wird und nicht ein Segment der Wirbelsäule gerade bleibt dabei. Also ich möchte jeden Vertebrae, möchte ich sich beugen sehen können, sich flexen, genau. Ich möchte Scapula-Mechanik, ich möchte schöne Scapula-Mechanik sehen. Ich möchte sehen, dass sie komplett elevaten, komplett depressen können. Ich möchte gute Protection und Retraction sehen.